eins nach unten verschieben. Und dann können wir da nicht drüber bauen. Doch. Das wird sich ausgehen. Naja, Walz bei Penticon. Bisschen wenig Öl haben wir hier. Also leider kann ich euch hier diesmal keine extremen Hardcore-Öl-Transportstrecken bieten. Wir können auch eine schöne Brücke über den See bauen. Tunnel durch. Dann binde ich das auch hinterher an. Musste halt hier auch eine scharfe Kurve fahren. Obwohl man sowas ja natürlich eher vermeiden sollte aus Geschwindigkeitsgründen. Oder geht das auch anders irgendwie? Also hier auf jeden Fall. Musste er mal kurz überlegen. Oh, jetzt ist das hier weggerissen. Nee. So. Ich könnte auch nee, das wollte ich so nicht. Neuer Wald bei North Bay. Und da ist der Gegner pleite. Das ist, wie viel der Insolvenz ist das jetzt hier schon im Let's Play? Ich zähle ehrlich gesagt schon gar nicht mehr mit. Weil es mir einfach zu blöd wird. Also, die Gegner scheinen hier mit diesem harten Klima in Kanada auch nicht wirklich klar zu kommen. Ich würde jetzt gerne hier mal diesen gesamten Landstrich planieren, auch wenn das sehr teuer ist, aber das erleichtert das Bauen für mich hier extremst. Ach Mensch, das ist ja ein Hin und Her. So, hier runter und dann einfach. So gemacht. Da kann der Zug, da nehme ich auf jeden Fall schon mal in der Richtung fahren. Jetzt müssen wir es nur noch hier. Ich schub das mal einfach. Da geht's nicht. So hier hätte ich doch mal gedacht. Ja, natürlich nicht schön, aber es dient seinem Zweck. Ich frage mich immer noch, was ist denn jetzt mit dem UFO los? Ich habe da jetzt schon nicht mehr davon gehört, ob das irgendwie gelandet wäre. Ich habe jetzt wieder Straßenfahrzeuge, die Minus machen. Müssen wir uns auch gleich nochmal angucken.
So, jetzt ist die Strecke nämlich ein bisschen sinnvoller aufgebaut. Und jetzt ist mein Plan nämlich, dass wir auch hier das Nutzen, um Nahrungsmittel auszuliefern. Ich finde es schade, dass man die nicht drehen kann. Irgendwie die ganzen... So, und wo war jetzt diese eine Stadt? Wo wir die Linie so quer rüber gebaut haben. Da muss ich ja bloß hier mal an dem Zug gucken. Calgary. Calgary geht gut ab. Das könnte sich durchaus lohnen. Zug macht auch Gewinn. Das ist, ach ja, Christina Lake ist das gewesen. Okay. Und da bauen wir jetzt einen Heliport rein. Ich bin mal so dreist. Ach so, hahaha, Nahrungsmittel, Quatsch. Hier wird uns die Baugenehmigung verweigert. Aber da können wir ja wieder unseren kleinen Trick nehmen, der hoffentlich hier Wirkung zeigen wird. Ja, macht er. Jetzt nutze ich mal den Trick und merge das hier, damit sich so ein bisschen der Radius erweitert. Was ist das hier? Auch eine Nahrungsmittelfabrik. Da werden auch Nahrungsmittel weggefahren. Wohin denn eigentlich? Ach nee, Quatsch, hören Sie nicht. Doch, von irgendeinem Zug. Zug nimmt die mit und der fährt wohin? Nach Florenceville? Sehe ich das richtig? Ach, es ist das. Der liefert der hier ab und dann werden die per Auto transportiert. Ich verstehe. So, jetzt gehen wir wieder nach Toronto. Ruckelt immer noch. Trotz SSD. Na gut, ich habe das Spiel jetzt nicht auf der SSD laufen. Sondern bloß die Spielstanddateien. So, wo waren die Bude jetzt? Daher ruckelt das jetzt immer noch in der höchsten Zoom-Stufe. So, beladen und dann entladen. Nicht beladen, dann kopieren wir uns den dreimal. Schicken die dann einfach mal raus. Ach ja, jetzt habe ich den auch starten lassen. So, wir gucken jetzt mal nach den Erträgen hier im letzten Jahr. Och Gottchen, das ist ja... Sieht ja nicht gut aus. Dawson, hier ist... Wahrscheinlich, weil die sich hier alle gegenseitig... ...die Fahrgäste wegnehmen. Machen die Trams hier alle Minus. Macht die erste Gewinn. Die erste macht Gewinn und alle anderen... ...machen dann wahrscheinlich Minus. So wie ich das sehe, also da müsste man eigentlich gegensteuern und mal ein paar hier unsere Golddinger auch nicht wirklich gut am Start. Hier unten ein Bus, das ist doch bestimmt hier unten der. Nee.
nehme einfach mal hier zwei Trams mal weg. So, die können gar nicht umlenken. So, was ist das jetzt hier? Das ist hier hinten die Ecke. Ach, die macht mir auch Sorgen. Louisburg Ölquellen sind auch ziemlich am Arsch. Aber die Frage ist immer noch, was ist mit dem UFO? Fährt nach Russland. Ah, da ist ja nicht viel. Auf der Strecke. So, jetzt habe ich die erstmal weg und dann haben wir hier noch irgendwelche Wertsachentransporter. Die bringt es auch nicht so. Müsste man eigentlich. Hier gibt es welche, die fahren hier runter und dann gibt es welche, die fahren dort hoch. Ich gleich nochmal welche weg hier. Achso, weil die ja so eine fiese Runde fahren müssen. Warum fährt der hier lang? Achso, das war ein Bus. Ja auch nicht, wenn die hier alle Minus machen. Das ist ein Bus. Gucken, ob das jetzt vielleicht ein bisschen besser läuft. Koboldmine, das ist hier oben das gewesen, ne? Bisschen gesund schrumpfen. Aber hier in den Flughäfen ist ordentlich was los. So, was ist hier? Lebensmitteltransporter. Ist der jetzt in der Pluszone? Nee, der muss Vieh transportieren. Komm, wir verschrotten den einfach auch mal. Ui, da ist gerade das UFO hochgegangen. Dann natürlich toll, wenn man nicht mehr weiß, wie das jetzt hier überhaupt gebaut war. So. Ist das eine eigene Strecke? Ja. Ach, der Zug, wie kommt denn der dort hin? Das ist ja witzig. Wie kommt denn der dort hin?